Hallo Kinder, heute habe ich für euch ein Fingerspiel und ihr dürft gleich alle mitmachen. Wir machen heute das Fingerspiel vom Kaspar. Klingelingeling. Der Vorhang geht auf. Da kommt der Kaspar. Guten Tag, ihr Damen und Herren. Habt ihr alle den Kaspar gern? Ja! Jetzt rufen wir mal den Seppel. Seppel! Die beiden vertragen sich, die beiden verschlagen sich. Jetzt kommt die Hexe Höckerbein. Kaspar, du sollst verzaubert sein. Nein, nein, Hexe, da wird nichts draus. Geh du wieder in dein Hexenhaus. Jetzt kommt das große Krokodil mit seinem Maul, das frisst so viel. Es hat sich leise hingeduckt und hat den Kaspar halb verschluckt. Der zippelt und zappelt, und eiderdaus ist der Kaspar wieder raus. Nun geht es schlecht dem Krokodil, hinunter mit dir in den Nil. Jetzt rufen wir mal die Gretel. Gretel! Und die beiden tanzen. Tralalala, tralalala. Und plötzlich sind sie nicht mehr da. War der Kaspar. Hallo Kinder, habt ihr Lust, ein bisschen bewegte Sprache heute zu machen? Prima, dann fangen wir gleich an. Ich habe euch jemanden mitgebracht. Das ist der Clown Anja. Was hat der Clown in der Hand? Eine Angel. Und schon wisst ihr, worum es heute geht. Um den Buchstaben A. Vielleicht ist der ja sogar in deinem Namen drinne. Ich habe jetzt noch ein paar Rätsel für euch, die alle mit A zusammenhängen. Wörter und Begriffe, die mit A anfangen. Fangen wir gleich mal an. Ein Tier, das super gut klettern kann und Bananen liebt. Na, kommt ihr drauf? Wisst ihr, was es ist? Genau, es ist ein Affe. Dann gibt es noch ein Tier, das ist winzig klein, aber mega stark. Es lebt mit ganz vielen anderen im Wald, in einem Haufen. Na, kommt ihr drauf? Wisst ihr es schon? Genau, die Ameise. Jetzt habe ich ein Land, was ihr erraten könnt. Ein Land, ein riesengroßes Land, wo ganz viele wilde Tiere leben. Löwen, Elefanten, Giraffen. Kennt ihr den Namen von diesem Land? Ich zeige es euch mal auf dem Globus hier. Da ist es. Es ist Afrika. Es fängt auch mit A an. Dann gibt es eine Zahl, die mit A anfängt. Wir können ja mal zusammenzählen. 1, 2, 3, 4. Genau, es ist die 8. Genau, die 8 fängt mit A an. Nun noch ein Rätsel. Es ist in der Natur. Es wächst an einem Baum, hat viele Blätter und hält die Früchte fest. Was könnte das wohl sein? Überlegt mal. Es ist ein Ast. Und an diesem Ast, da wächst eine tolle Frucht, die ihr alle kennt und alle auch gerne isst. Innen drin sind kleine Kerne und wenn man diese Kerne einpflanzt, dann wird daraus ein richtiger Baum. Na, welche Frucht ist das? Mal gucken. Ihr wisst es bestimmt schon. Es ist der Apfel. Richtig, ihr wart ja richtig gut. Toll, dass ihr mitgemacht habt. Vielleicht findet ihr mit euren Eltern ja noch andere Wörter mit A. Dann ruft an oder schreibt sie uns. Viel Spaß beim Rätseln. Tschüss, bis nächstes Mal. Hallo ihr Liebe! Hallo! Heute wollen wir mit euch ein Lied singen, was die Krippenkinder ganz oft im Morgenkreis singen. Ihr Großen, ihr kennt das bestimmt auch. Mhm. Und zwar ist es dieses Lied. Bingo! Genau, wir wollen den Bingo singen. Und ich hoffe, ihr singt jetzt ganz laut mit, dass wir euch hier hören können. Okay? Dann geht's los!
Der Bauer hatte einen Hund und Bingo war sein Name. Der Bauer hatte einen Hund und Bingo war sein Name. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O und Bingo war sein Name. B-I-N-G-O. Super! Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo liebe Kinder, es gibt mal wieder ein Lied, was ich gerne mit euch singen würde. Das kennt ihr auch aus dem Morgenkreis und ich denke, ihr könnt da ganz kräftig mitsingen. Das ist die Jahresuhr. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. Mai, Juni, Juli, August weckt in uns allen die Lebenslust. September, Oktober, November, Dezember und dann fängt das Ganze schon wieder von vorne an. Und jetzt seid ihr dran. Wir wollen beten. Für dich und für mich ist der Tisch gedeckt. Habe Dank, lieber Gott, dass es uns gut schmeckt. Amen. Wir wünschen uns einen guten Appetit. Hallo ihr, hallo, ich bin's, Lotta. Die Woche spiele ich mit Stefan hier im Zelt und liebe Grüße aus dem Kindergarten. So langsam kommen wieder mehr Kinder und ja, alles andere, hat Stefan gesagt, ist so viel, das steht diesmal alles in der Mail. Also, da müsst ihr mal lesen, das sage ich euch heute nicht alles selbst, das ist mir auch zu viel. Und der Stefan hat auch keine Zeit, der muss ja mit mir hier spielen. Schönes Wochenende, genießt das lange Wochenende und den Feiertag. Und viele von euch sehe ich ja am Montag. Tschüss! Stefan, sagst du auch Tschüss? Na klar, mach's gut. Tschüss! Tschüss! Soku, soku, bachi, bachi, soku, soku, vira, vira, soku, bachi, soku, vira, soku, bachi, vira. Soku, soku, bachi, bachi, soku, soku, vira, vira, soku, bachi, soku, vira, soku, bachi, vira. Soku, soku, bachi, bachi, soku, soku, vira, vira, soku, bachi, soku, vira, soku, bachi, vira.